Guten Morgen. Freitag, dritte Woche Osterzeit. Heute haben wir zwei gewaltige Texte. Der erste, Bekehrung Pauli, Apostelgeschichte, Kapitel 9. Da heißt es, der heilige Paulus wütete gegen die Christen, ließ sich Briefe ausstellen, um sie aus Damaskus zu holen, nach Jerusalem zu schleppen und dort umbringen zu lassen. Der heilige Paulus war nicht minder eifrig im Töten der Christen als ein heutiger ISIS-Terrorist, ja? Also ungefähr so könnt ihr euch einen Paulus vorstellen. Der hat einen Hass gehabt auf jeden, der behauptet hat, Gott hätte einen Sohn aus religiösen Gründen und war überzeugt, Gott einen heiligen Dienst zu erweisen, indem er die Christen umbringt. Ihr kennt die Geschichte alle. Er ist auf dem Weg nach Damaskus, da kommt vom Himmel her ein Licht und Jesus erscheint dem Paulus und sagt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Ganz interessant. Saulus sagt, Herr, wer bist du? Ja, er hat überhaupt kein Bewusstsein, den da zu verfolgen, der ihm erscheint. Daran sehen wir, dass Jesus sich ganz und gar mit seinem Leib der Kirche identifiziert. Wer einen Christen verfolgt, um Christi willen, verfolgt Christus selber. Alles, was man einem Christen antut, erfährt Jesus so, wie wenn es ihm selbst angetan wäre. Dann sagt ihm Jesus, geh in die Stadt und dort wird dir gesagt werden, was du tun wirst. Nächster interessanter Punkt, denn Paulus hat ja Jesus selber gesehen. Warum sagt ihm Jesus nicht selber, was jetzt zu tun ist? Den echten Seher erkennt man daran, dass er sich der Kirche unterwirft. Jesus sagt ihm, geh in die Stadt, dort wird dir gesagt, was getan wird. Paulus für 3 Tage lang sieht nichts, isst nichts, trinkt nichts, muss 3 Tage lang einen tiefen, schmerzhaften Weg der inneren Umkehr, des kompletten Umdenkens machen. Er macht 3 Tage die brutalsten Exerzitien und am 3. Tag wird ihm Hananias geschickt, der ihm die Hände auflegt und da fällt es wie Schuppen vor seinen Augen. Paulus kann wieder sehen, er kann jetzt die Wahrheit sehen und wird mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann getauft. Ja? Auch Paulus muss sich von der Kirche taufen lassen. Und Jesus sagt, dieser Mann wird meinen Namen vor Völker und Könige tragen, er ist mein auserwähltes Zeugnis, Werkzeug und wir alle sind Frucht dieses Werkzeuges Pauli. Kommen wir zum Evangelium, das ist eines der wichtigsten Stellen im Neuen Testament ist. Die Juden streiten sich und sagen, wie kann er das sagen, dass er uns ein Fleisch zu essen gibt? Ja, Menschenesserei ist natürlich, wir sind keine Karnivoren. Und Jesus sagt, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat das Leben nicht in sich. Wer mein Fleisch nicht isst und nicht trinkt, hat das Leben nicht in sich. Wer es aber isst und wer mein Blut trinkt, der hat das Leben in sich. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn so wie ich, Jesus, durch den himmlischen Vater lebe, der mich gesandt hat, so wird auch jeder leben, der durch mich leben, der mein Fleisch isst. Hier wird etwas ganz, ganz Tiefes ausgesagt. Alle Religionen versuchen, zu Gott zu kommen. Alle Religionen versuchen, durch ihre Philosophien und Ideen eigentlich Leitern anzulegen und den Himmel zu stürmen. Aber wir Menschen sind nur Geschöpfe aus Fleisch und Blut. Wir können von uns aus Gott nicht erreichen, der reiner Geist ist. Gott muss von sich her quasi eine Leiter aus dem Himmel herablassen, um uns zu sich hinaufzuziehen. Und diese Leiter ist die Menschheit Christi. Ja? Gott ist, also die zweite Person der Dreifaltigkeit, Jesus, der Logos von aller Ewigkeit her, vollkommen Gott, nimmt einen menschlichen Leib und Seele an in Jesus Christus, um durch diese Menschheit, ja, sich mit uns zu vereinen. Wenn wir die Eucharistie empfangen, dann empfangen wir den lebendigen Leib Christi, der sich so tief mit uns vereint, dass wir eins mit seiner Gottheit werden. Denn die Menschheit Christi und die Gottheit Christi lassen sich nicht trennen. Dadurch, dass wir eins werden mit seiner Menschheit, werden wir auch eins mit seiner Gottheit. Und so bringt uns seine Menschheit quasi wie eine Leiter zu Gott in die Dreifaltigkeit hinein. Und deswegen kann Jesus sagen, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat das Leben nicht in sich, denn es gibt keinen anderen Weg, eins mit Gott zu werden, als durch die Menschheit, das Fleisch und Blut, Leib und Blut Christi, den wir in der Eucharistie empfangen. Jetzt werdet ihr mir sagen, ja, aber hör mal, Nina, dann würden ja nur die Katholiken gerettet. Nein, an diesem Leib und Blut Christi hat auf mystische Weise der ganze Leib Christi Anteil. Ja, es stimmt, nicht alle können zur Kommunion gehen und viele, die nicht mehr äußerlich zur katholischen Kirche gehören, so die ganzen Freikirchlichen und getauften verschiedenen Sorten von Christen, ja, sind trotzdem, es gibt nur einen einzigen Leib Christi und dieser Leib Christi, der die Kirche ist, wird ernährt aus der Eucharistie. Die Kirche wird geboren aus der Eucharistie. Die Taufe ist der erste Schritt, durch die werden wir wiedergeboren als Söhne Gottes, aber dann müssen wir, die Eucharistie ist hingerichtet, Entschuldigung, die Taufe ist hingerichtet auf den Empfang der Eucharistie und nur durch die haben wir und alle, die zum Leib Christi gehören, ob katholisch oder nicht, vermittels der Eucharistie das ewige Leben in sich.
Bis morgen.